bist dir darüber im Klaren, dass du nicht nur meine Existenz, sondern vor allem deine Existenz und die deiner Familie aufs Spiel setzt? Unsere Existenz, die hast du schon mal zerstört. Da haben wir keine Angst vor. Wieso muss ich eigentlich immer Rücksicht nehmen? Zuerst auf meine Eltern. Aus lauter Rücksicht halten wir unsere Beziehung geheim. Und dann verbiege ich mich noch und gebe diesen Penner da als meinen Freund aus. Ich dachte, ich bin schon verheiratet. Du bist verheiratet. Das glaube ich nicht. Doch, ich weiß, ich hätte es dir viel früher gesagt. Seit Tagen rede ich von einer gemeinsamen Zukunft. Erzähl dir, wie sehr ich dich liebe und was weiß ich noch alles. Und du belügst mich ja nach Strich und Faden. Es ist nicht so einfach. Es ist sogar verdammt einfach. Du hast einen Ehemann. Wo liegt denn das Problem? Drei einfache Worte. Ich bin verheiratet. Bitte, lass mich dir erklären. Lena, weißt du was? Mir steht's bis hier. Socken hier und Socken da. Schon gewinnen wir den Preis in keimfrei Wohnen. Schmeiß mal bitte das T-Shirt rüber. Hm? Das ist das erste und das letzte Mal, dass ich dir helfe beim Aufräumen. Ist klar? In Zukunft packst du dein Zeug alleine weg. Klar, ja? Komm, wo ist denn das Problem? Das Ganze hat eine Viertelstunde gedauert. Ich bitte dich. Ich sag dir doch mal Chaos in meiner Bude. Und du suchst in Zukunft ein Plätzchen am Strand, wo du dich aufs Ohr haust. Du willst mir ja wohl keinen Platzverweis erteilen, oder? Den habe ich das letzte Mal schon von der Polizei bekommen, als ich am Strand übernachtet habe. Und ich habe keinen Bock, schon wieder in einer Zelle zu verbringen. Ja, warum nicht? Hm? Ey, ich räume in Zukunft alles weg. Ich besorge mir auch einen Tischstaubsauger, falls ich mal ein bisschen krümeln sollte. Ich würde mal eine Weile dauern, ehe du stumm rein wirst. Ich werde sogar unsichtbar. Das Problem ist, es reicht nicht. Ey, du willst mich wirklich loswerden? Quatsch. Es ist wegen Carina und mir. Das ist der einzige Ort, wo wir unsere Ruhe haben. Claro? Ja, an mir soll es echt nicht liegen. Du sagst mir einfach Bescheid, wenn ich abhauen soll und ich mache eine Biege. Okay, wir machen einen Zeitplan. Wann du die Wohnung hast und wann ich sie hab und Carina. Cool. Wir organisieren dein Liebesleben. Das ist nicht komisch. Sorry. Wenn du willst, rede ich mit Carina und dann wird sie sehen, dass ich okay bin. Okay, mach das, mach. Ich räume nur noch die Sachen weg und dann... Hey, lass uns doch schwimmen gehen, was hältst du davon? Ja, gute Idee. Und dann machen wir uns einen Zeitplan für deine gewissen Stunden. Eine Cola bitte, ja? Für mich ein Herbers. Ich habe dich gesucht. Und gefunden. Worum geht's? Wir müssen miteinander reden. Das bringt doch so alles nichts. Wir sind trotz allem Brüder. Das fällt dir ein bisschen später ein. Hör zu, ich habe eine Idee. Würdest du als Architekt wieder für mich arbeiten? Oder willst du mich immer noch anzeigen? Ich will mein Recht, sonst nichts. Gerechtigkeit kann man nicht essen. Aber ich kann dir zum Durchbruch als Architekt verhelfen. Deine Hilfe, die kenne ich. Die hat mich schon mal ruiniert. Jetzt lass doch diese alten Geschichten. Es geht um ein großes, sehr lukratives Bauprojekt. Würde uns beiden eine Menge einbringen. Ich bin nicht käuflich. Jetzt sei doch mal vernünftig. Hallo, Mark. Alles geklappt? Bestens, wie immer. Dann hat also Lena die Wohnung gefallen. Bis zur Wohnung sind wir gar nicht gekommen. Allein die Idee hat dir vollkommen gereicht. Verstehe nicht ganz. Aber ich muss immer alles verstehen. Das ewige Hin und Her, die Heimlichtuereien, die Vorwürfe. Ich Vollidiot, reiß mir auch noch ein Bein aus, um mir zu helfen. Nee, das war echt eine Nummer zu viel jetzt.
Komm, was ist denn mit dir los? Mann, müsst eure Nasen immer in alles reinstecken. Lasst mich doch einfach mal in Ruhe. Uns ist sowieso nicht zu helfen und Lela schon gar nicht. Schnell, das Kind ist die miesen Tricks drauf gehabt. Und deshalb habe ich auch immer mehr Tore geschossen als du. Ja, wenn du auf der Strafbank verschimmelt bist. Alles klar, wir schicken dich gleich auf die Strafbank und dann machen wir uns beide mal einen Zeitplan. Oh, ja, ich kann froh sein, dass du mir nicht sauer bist deswegen. Quatsch, wir haben Liebesglück doch nicht im Weg stehen. Außerdem habe ich eh nicht vor, mich mein ganzes Leben bei dir einzunisten. Steht also noch Hoffnung für mich? Ich brauche erstmal ein bisschen Kohle. Dann geht's ab nach Hawaii. Weißt du, für einen Surfer wie mich? Da sind die Wellen hier wie eine Badewanne. Hawaii? Da hast du aber jede Menge Schrotter. Ja, ich bin da eigentlich sehr bescheiden. Meine Plattensammlung ist heute aus Deutschland reingekommen. Und? Nee. Vergiss es, mein Bike kriegst du nicht. Aber ich kann dir Kohle borgen. Für einen Motorroller. Und ich rede mit Thomas. Vielleicht kannst du ja mit deiner Mucke diagonal ein bisschen aufmischen. Und ich rede heute noch mit Carina. Jan, das ist echt ein Kenner. Danke. Das kann so nicht weitergehen mit Volker und mir. Ich kann Volker gut verstehen. Was damals passiert ist, tut mir sehr leid und es war nicht meine Absicht. Was glaubst du, warum ich euch so geholfen habe? Schlechtes Gewissen. Du. Christine, bitte, du warst von euch beiden schon immer die vernünftigere Hälfte. Volker ist im Moment so sauer, dass er alles aufs Spiel setzt. Ach, hast du Angst, dass er den Spieß umdreht und dich ruiniert? Es geht gar nicht so sehr um mich. Im Augenblick ist er mittendrin, eure Zukunft und die eurer Kinder in den Sand zu setzen. Denk doch mal praktisch. Es kann doch nicht in deinem Sinne sein, dass Volker hier alles in Scherben schlägt und ihr mittellos nach Deutschland zurückkehrt. Und, was willst du dagegen tun? Mein Mann ist jedenfalls fest entschlossen. Wie wär's denn mit einem Neuanfang? In dem Beruf, den er gelernt hat und den er mehr liebt als seinen jetzigen Job als Manager im Hotel. Was genau soll das heißen? Ich kann Volker noch einmal eine Riesenchance geben. Hier auf Mallorca. Als Architekt in einem groß angelegten Renommierprojekt. Wieder mal so ein Blindgänger wie dein Freizeitpark auf dem Finca-Gelände. Vergiss es. Ich will hier ein Wellness-Center bauen, das die Konkurrenz in Europa von Neid ablassen lässt. Die ganz großen Rosinen im Kopf, hm? Think big. Das solltest du dir übrigens auch langsam angewöhnen. Dich habe ich nämlich als Tourismusmanagerin eingeplant. Ah. Jeder bekommt ein kleines Stück vom großen Kuchen, ist zufrieden und satt und hält den Mund, ja? Es geht nicht um irgendwelche Trostpreise. Das Wellness-Projekt ist für Volker und für dich ein Abonnement auf Erfolg und du bist klug genug, das richtig einzuschätzen. Du müsstest mir allerdings helfen.